Die neue Miss Austria ist Daniela Zivkov. Die 21-jährige Oberösterreicherin setzt sich am Samstag beim Finale in Linz als schönste Frau Österreichs durch. Ich bin Daniela Zivkov, 21 Jahre, komme aus Linz, wollte eigentlich Berufsoffizierin werden, aber bin heute zur Miss Austria gekrönt worden. Die Offiziersanwärterin ist bereits seit April amtierende Miss Oberösterreich. Sie ist 1,72 groß, beziehungstechnisch leider schon vergeben. Meine Hobbys sind Thai-Boxen, nicht Full-Muay-Thai, sondern im K1-Stil. Natürlich auch Laufen, was die Ausdauer betrifft, passend zu meinem Berufswunsch. Und natürlich auch, ich bin ein sehr Familienmensch und das ist für mich einfach Familienzeit wichtig. Drei Wertungsrunden gilt es an diesem Abend für sich zu entscheiden. Die Konkurrenz ist hart. Vertreten sind Missen aus allen Bundesländern, die sich in wunderschönen Kleidern, Schuhen und Schmuck der Jury präsentieren. Also für mich macht eine gute Miss Austria aus ein Gesamtbild. Hat sie ein Attitude auf der Bühne? Wie wirkt sie? Wie bewegt sie sich? Selbstdarstellung auch, gehört immer dazu. Und ganz wichtig, Sympathie. Hat sie Humor? Ist sie eloquent? Also das sind dann schon Sachen, die ich mit einbeziehen werde, ja. Sie soll die schönste Frau des Landes sein, soll meiner Meinung nach aber vor allem auch Köpfchen haben. Ich finde, Lächeln macht sehr viel aus. Also die Ausstrahlung wirklich das Gesamtpaket meiner Meinung nach. Neu dieses Jahr ist, dass es erstmals in der Geschichte der Miss Austria keinen Bikini-Durchgang auf der großen Bühne gibt. Es ändern sich die Zeiten und wir haben diese MeToo-Bewegung und somit haben wir uns dem auch angeschlossen. Also keine Bademoden mehr, sondern eher Glanz- und Glamour-Kleider. Nicht alle finden diese Entscheidung aber gut. Natürlich würde ich die Mädchen auch gerne sehen in ihrem Bikini, natürlich, ob sie jetzt einfach nur schlank und dünn sind oder ob sie doch auch was für den Körper tun, was mir eigentlich auch sehr wichtig ist. Als Mann natürlich sehe ich es schon mit einem weinenden Auge. Auf der anderen Seite, die Missen müssen sich auch wohlfühlen. Ja, das kann ich da schon sagen, dass sich die Männer das sehr gerne gewünscht hätten. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich auch. Also bei einer Misswahl finde ich gerade das dazu. Wenn jemand das Selbstbewusstsein zu wenig hat, wie schön er ist, dann hat natürlich hat er dann selbstverständlich Probleme mit in Bikini zu zeigen. Letztes Jahr fand ich das eigentlich nicht so schlimm, denn wir waren nicht nur im Bikini, wir waren Powerfrauen, wir waren Superhelden und wir hatten teilweise so ein Kostüm dazu und es war alles verdeckt, was eigentlich verdeckt sein sollte. Daniela Zivkov kann am Ende die Jury überzeugen. Sie ist die neue schönste Frau Österreichs und wird in dieser Funktion auch Österreich beim internationalen Wettbewerb Miss World vertreten. Die weiteren Schritte sind natürlich Pressetermine, Presseshootings und dann die Vorbereitung für die Miss World-Wahl in China, wo ich dann einen Monat lang bin und ja, werde mich natürlich bestens vorbereiten. Ob die Miss World dieses Jahr aus Österreich kommt, werden wir im Dezember sehen. Den Miss Austria 2018-Titel hat die 21-jährige Linzerin jedenfalls nach Oberösterreich geholt.